es wird mal wieder Zeit für ein neues Newstime-Video. Länger nichts mehr von mir hören lassen. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich bin momentan auch relativ viel am Angeln mit relativ wenig Erfolg. Also die letzten Sessions, inklusive der Wintersession, das habe ich ja schon erzählt, waren nicht so erfolgreich. Hier und da gab es aber mal Fisch und da habt ihr ja auch schon Bilder gesehen und da kommen auch noch Bilder. Ich werde mit Sicherheit auch bald wieder vor der Kamera angeln. Nur momentan stehen so ein paar andere Dinge auf der Agenda. Eine große Sache, auf die ich auch zuallererst eingehen möchte, das Kajak. Aber wir haben auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Thema Klamotten. Ja, nicht nur, sag ich mal, bedruckte Klamotten, sondern auch Outdoor-Bekleidung. Das ist was, was bald auf uns alle hier zukommt. Da gibt es ganz interessante Neuigkeiten. Doch dazu in ein paar Wochen mehr. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem neuesten Newstime-Video. Wir haben 4 kleine Themen und das erste Thema ist das Tasker-Kajak. Viele warten sehnsüchtig drauf, bis es endlich losgeht und bis sie sich eins vorbestellen können. Ich habe schon vor, ich glaube, 4 Wochen gesagt, dass in den nächsten 2-3 Wochen ein Video kommt und wir dann auch mit den Vorbestellungen, wurde ja von euch gewünscht, starten. Allerdings verzögert sich das Ganze so ein bisschen aufgrund der eben angesprochenen Dinge. Es gibt momentan viel in der Firma zu klären und deshalb dauert alles noch so ein bisschen. Ja, ich wollte auch wirklich komplett auf Nummer sicher gehen, was die Lieferung des Kajaks anbelangt, bevor wir mit den Vorbestellungen starten. So, was ist Sache? Es sieht so aus, und da will ich wirklich ganz transparent mit euch umgehen, dass in einem Container mit noch Zubehör und ein paar anderen Dingen, ja, ungefähr 200 Kajaks hineinpassen. Ja, also ein 40 Fuß High Cube Container, da passen 200 Kajaks rein plus Summe X, ein bisschen was brauchen wir noch fürs Backup zum Beispiel. Und diese 200 Kajaks vom allerersten Container, der kommt leider erst Mitte, Ende Juli. Wir werden wahrscheinlich Ende Juli angeben, aber steinigt mich nicht, wenn es Anfang August wird. Momentan haben wir ja das Problem, ja, dass wir im Roten Meer ja die Konfliktsituation haben und deshalb die Frachtschiffe alles umfahren müssen. Und gerade jetzt warten wir zum Beispiel 8 Wochen länger auf Ware als ursprünglich gedacht. Ja, Ware, wo zum Beispiel die Premium, wo mit drin ist, oder auch andere Routen, Köder und so weiter. Und das ist echt nervig. Und deshalb wissen wir nicht ganz genau, ja, in welchem Zeitraum wirklich Ware uns erreichen kann, wenn sie uns für Anfang Juli versprochen wird. Ja, aber ich gehe davon aus, dass das Kajak Ende Juli kommt. Also Juni schaffen wir leider nicht mehr. In erster Linie aufgrund der Seefrachtproblematik. Ja, aber Ende Juli ist es soweit. Und wenn ihr ganz sicher ein Kajak möchtet, ja, habt ihr die Chance an dem jeweiligen Tag, also tragt euch bitte unten in den Newsletter ein, dann erfahrt ihr das auch, an dem jeweiligen Tag, wo wir das finale Video veröffentlichen, also das Video, wo ich noch auf so ein paar Fragen eingehe und noch ein paar finale Themen mit euch klären möchte, an dem gleichen Tag oder zum gleichen Zeitpunkt werden wir auch mit dem Vorverkauf des Kajaks starten. 1199 Euro. Brutto, ne? Ganz wichtig, inklusive Steuern, ja, juckt euch nicht, aber für Geschäftsmänner wichtig. Und wir haben leider keine Chance oder Möglichkeit, dass wir Anzahlungen ordentlich verbuchen können. Das heißt, der Gesamtbetrag muss bezahlt werden. Ist natürlich auf eine Art und Weise scheiße. Ja, also ich hätte mir es auch gerne anders gewünscht, aber es gibt einfach viele Leute, vielleicht gehört ihr auch dazu, die sagen, komm, dann lege ich das Geld auf den Tisch und dann bin ich zu 100% sicher, dass ich beim ersten Container, wo die Kajaks kommen, dabei bin. Und diese Möglichkeit habt ihr, also tragt euch in den Newsletter ein und sobald wir dann den Vorverkauf starten, müsst ihr leider alles bezahlen. Also bei Geldeingang wird das Kajak, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, PayPal, Kreditkarte und so weiter, ja, ihr kennt das ja. Und sobald das Geld verbucht ist, ist das Kajak für euch reserviert und ihr seid unter denjenigen dabei. Ich gehe davon aus, dass diese quasi Vorkasse-Geschichte ja doch einige Wochen vor Ankunft ist des Kajaks auch mehr Leute davon abhält, ein Kajak sich zuzulegen im Vergleich zu der Geschichte, wenn wir die Kajaks erst verkaufen würden, wenn sie da wären. Ja? Und das heißt, ihr habt wahrscheinlich, gehe ich davon aus, schon die Möglichkeit in den ersten Minuten, der ersten Stunde, vielleicht auch in den ersten Tagen, ich weiß es nicht, euch eines von den Tasker-Kajaks zuzulegen, das im ersten Container ist. Wenn das nicht der Fall ist, ja, also wenn ihr keines ergattert vom ersten Container, von den ersten 200 Stück, der nächste Container kommt dann wahrscheinlich so ein paar Wochen später, 2-3 Wochen später, da bekomme ich das Datum noch genannt, ja, wird auf jeden Fall August und da habt ihr da auch die Chance, per Vorbestellung euch eins zu ergattern. Ich gehe davon aus, dass die ersten vielleicht sogar 1000 Kajaks immer nur per Vorbestellung erworben werden können, ja, weil es wird dauern, bis der erste Schwung befriedigt ist, ja, also bis die Leute, die auf jeden Fall eins wollen, eins haben und dann nicht mehr so der Hype auf den Vorbestellungen ist und wir die Teile endlich mal auf Lager haben. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nur per Vorbestellung geht.
Und um das Ganze so fair wie möglich zu halten, müsst ihr auch beim Händler vorbestellen, wenn ihr unbedingt eines vom Händler möchtet. Ich habe aber schon angekündigt, für die Händler ist das eigentlich kein gutes Geschäft. Wir bekommen halt nur diesen extrem krassen Preis hin, ja, und ihr müsst bedenken, wir haben lange in Entwicklung investiert, wir haben in Werkzeugkosten investiert für die Lenkung und so weiter. Wir bekommen diesen Preis nur hin, indem wir eigentlich den Händler außen vor lassen. Es kann aber sein, dass ein paar Händler einfach einen guten Servicegedanken haben und sagen, hey, ich muss da nicht viel dran verdienen, ich will einfach meinen Kunden was Gutes tun, die sollen das über mich beziehen. Und wenn die Händler das machen, ja, dann müssen sie bei uns auch komplett Vorkasse leisten. Sprich, ihr müsst es dem Händler dann wahrscheinlich auch im Vorfeld bezahlen, bevor der es dann bei uns auch zahlen wird und dann auch entsprechend ein Kajak für euch reserviert. Falls der ein oder andere unbedingt eines vom Händler des Vertrauens möchte, ja. Ja, das ist also der Stand der Dinge. Und das finale Video, ja, in dem ich noch auf ein paar Punkte eingehe. Und das wird dann auch gleichzeitig, wie schon erwähnt, der Zeitpunkt sein, wenn wir dann auch mit dem Vorverkauf starten. Das wird im April der Fall sein, ja. Also es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Am Anfang habe ich gesagt Ende Februar, dann Ende März und jetzt wird es irgendwann im April der Fall sein. Ich muss gucken, dass ich schnellstmöglich das Ganze gemacht bekomme. Ich will auf jeden Fall ein ausführliches Video machen mit auch Angelszenen aus der Praxis und dann gehen wir auf alles ein und ja, ich sag mal so Anfang April bis Ende April. Wie gesagt, tragt euch am besten in den Newsletter ein und dann erfahrt ihr, wenn es soweit ist und dann müsst ihr leider schnell sein und dann gibt es ein Kajak, wenn der Frachtweg, sag ich mal, relativ unproblematisch läuft, ist momentan nicht zu garantieren, dann bekommt ihr euer Kajak wahrscheinlich noch im Laufe des Juli. Ja, das zum Kajak, beziehungsweise zur Kajak-Vorbestellmöglichkeit. Nächstes Thema, stellst du scharf? Ich muss wahrscheinlich meine Birne hier raushalten aus dem Bild, damit die Box hier scharf ist, ja. Die Ü-Box Osterspezial. Köder im Wert von 101,45 Euro und ein Zubehörteil ist auch drin, bekommt ihr für nur 49,95 Euro. Ja, also ein super Deal, ähnlich wie auch bei den Weihnachts-Ü-Boxen. Es befinden sich nur neuere Köder drin, also Köder, die im Laufe der letzten Monate bei uns eingetroffen sind und noch ein ganz spannendes Zubehörteil für Hecht, Zander und Barsch. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung. Ja, kleiner Tipp, es gibt auch schon Unboxing-Videos. Wir haben noch ein paar Stück da. Wie lange, weiß ich nicht. Ja, sie ist ja schon seit über einer Woche im Verkauf. Kommt ihr beim Fachhändler eures Vertrauens oder direkt bei uns im Onlineshop, solange noch ein paar da sind vor Ostern. Die Zeit kommt ja. Schaut gerne mal vorbei. Die Links gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und wenn wir schon mal bei den News sind, möchte ich auch, selbst wenn es schon ein paar Wochen her ist, nochmal auf die Spendenaktion hinweisen und mich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, zum Beispiel beim Kauf eines Adventskalenders. Wir haben hier 1 Euro pro verkauften Adventskalender an die Kindernothilfe Saar e.V. gespendet und haben noch ein bisschen was draufgelegt. Ich habe auf Instagram auch alles genau geschrieben, wie das gelaufen ist. Ja, wir haben zum Beispiel noch ein paar Spenden bekommen auf der Messe. Wir haben auf die Händler Weihnachtsgeschenke nochmal verzichtet und wir haben generell dann nochmal ein bisschen was draufgelegt, um nochmal eine runde Summe zusammenzubekommen und 22.000 Euro sind es am Ende geworden, die wieder an die Kindernothilfe Saar e.V. gehen. Spenden wir in den letzten Jahren jedes Jahr und das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit. Die kümmern sich um Kinder, denen es sozial nicht so gut geht, wie es eigentlich den Leuten, den Kindern gehen sollte. Ja, oftmals sind es auch Familien, die so ein bisschen unters Raster fallen und denen hilft die Kindernothilfe Saar e.V. weiter. Teilweise bei auch Dinge des alltäglichen Lebens. Während Corona haben sie zum Beispiel auch Einkäufe teilweise übernommen. Ich habe schon gehört, dass sie teilweise auch Betten Kindern kaufen, die daheim, muss man sich mal vorstellen, kein Bett haben. Rollstuhlfahrern, Jungen helfen so weiter, ja, helfen der Familie dann zum Beispiel ein Fahrzeug zu organisieren, das entsprechend umgebaut ist oder umgebaut wird, um auch den Transport des Rollstuhls zu gewährleisten. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Die Homepage fügen wir einfach auch mal unten dabei, falls ihr vielleicht auch privat spenden wollt. Ist wirklich eine tolle Sache und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir auch die Kindernothilfe Saar e.V. weiter unterstützen. Also nochmal vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben und sowas machen wir wirklich gerne. So, ich war jetzt nochmal im Lager und habe die Sendung der finalen Muster mal auseinandergenommen. Sie sind endlich da, zumindest die, die unsere Außendienstler in den finalen Farben jetzt den Händler vorstellen. Die Produktion ist im vollen Gange und ihr könnt Anfang Mai den neuen Gummifisch in allen oder bei fast allen Zackfishing-Partnern erhalten. Den Angelläden, ja, oder aber auch natürlich bei uns im Onlineshop direkt. Der Rippler, wir haben ihn zusammen mit Uli Bayer gemacht. Die Idee war es, einen wirklich geilen Hechtgummi zu kreieren, in verschiedenen Farben übrigens, ja, also Größen, sorry, meinte ich Farben natürlich auch, ja, verschiedenen Größen. Wir haben den 12er, ja, den man auch schon, ja, auf Großbarsche und Zander einsetzen kann, ja, den
15er, eine schöne Universalgröße für alle, die auch Angst vor großen Ködern haben. Den 20er und natürlich auch den 25er Lappen. Und die Idee dahinter war es, einen großvolumigen Hechköder zu machen, der, sag ich mal, einen ordentlichen Happen darstellt, gleichzeitig aber auch durch die Rippen, ich hoffe, man erkennt es, weniger Gewicht auf die Waage bringt und natürlich auch ein sehr, sehr geiles Einfaltverhalten. Weniger Gewicht, warum ist das geil? Ihr könnt mit normalen, in Anführungsstrichen, normalen Ruten werfen. Das heißt, so für ein, sag ich mal, 25er Gummi reicht auch eine 100, 120 Gramm, je nach Leihgewicht, Rute vollkommen aus und ihr braucht kein Big Bait Geschirr, ja. Und für den 20er und den noch kleineren erst recht, ja. Das heißt, ihr könnt mit relativ normalen Geschirr angeln und werft euch nicht zu Tode, habt aber gleichzeitig einen großvolumigen Köder, ja, der sich sehr geil einfalten lässt, der ein sehr geiles Laufverhalten hat. Ihr habt ja wahrscheinlich die Videos von Uli Bayer schon gesehen, wo er die Teile getestet hat und er hat auch schon zu Genüge damit gefangen. Und ihr habt hier ein Zweigangsystem durch die Tauchschaufel hier. Ja, ihr seht ja, Tauchschaufel. Ach. Es ist schon spät. Durch den Schaufelschwanz, der quasi hier so einen Fortsatz hat, ja, hat man nicht nur eine optische Wirkung. Natürlich bei vollflächigen Farben hier oder bei nicht durchsichtigen Farben sieht man das noch besser. Ja. Also ihr habt zum einen eine schöne Silhouette von der Seite, ja, eine realistische Silhouette. Und zum anderen könnt ihr das Teil aber auch zum Beispiel abschneiden und dann hat er einen etwas hochfrequenteren Lauf. Ihr habt wahrscheinlich schon Laufvideos gesehen. Ansonsten, wenn die Teile im Markt erscheinen, ja, machen wir natürlich auch nochmal ein ausführliches Vorstellungsvideo. Es gibt 12 Farben, außer vom Baby Butcher. Also die Farben sind alle gesprayt, außer vom Baby Rippler. So heißt der Kleine. Den gibt es in den 10 meistverkauften Farben des Baby Butchers. Also der hat 10 Farben, der zweifarbig gespritzte Baby Rippler und der große Rippler ist natürlich auch gesprayt. Denn wirklich, ja, sag ich mal, tollen Farben, ja, tollen hört sich jetzt doof an, aber es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Dekore dabei für sämtliche Wassertrübungen. Der Uli hat da natürlich auch mitgesprochen, ja, auch so ein River King, so ein Flusskönig, der muss natürlich sein, ja. Einfach so Farben, wo Uli schon lange Erfahrung damit hat, ja, UBS natürlich auch, UBS Spezial. Der Rippler erhältlich ab Anfang Mai. Es kann vielleicht Ende April werden, aber ich denke Anfang Mai passend zum Ende der Hechtschonzeit. Und dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein kurzes, knackiges Newstime-Video. Ihr habt ein bisschen was gehört und ich lasse demnächst wieder von mir hören. Entweder mit der Outdoor-Klamotten-Geschichte oder aber auch mit den finalen Tasker-Fragen und dem Start des Vorverkaufs. Ja, eins von beiden, ich kann es noch zeitlich nicht so richtig einschätzen, je nachdem, wie wir zu was kommen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber liebe Tasker-Kajak-Freunde, ja, es wird bald soweit sein, ihr könnt vorbestellen. Es wird ein bisschen länger dauern mit der Lieferung. Sorry nochmals dafür, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. So, ansonsten, die Temperaturen werden wärmer. Ja, das Frühjahr kommt, die Schonzeit natürlich auch. Ja, man kann jetzt noch so ein paar Tage auf Barsch angeln. Zander auch noch vor der Laichzeit, ja. Und dann lasst dann mal die Raubfische ein bisschen ruhen und geht vielleicht mal auf Waller zur Abwechslung. Ja, da wird es jetzt auch richtig geil. Sag ich mal so, Mai, wenn die Temperaturen, ach Mai, im April schon, ja, wenn die Temperaturen langsam über die 10 Grad gehen, ist oftmals sogar besser als später im Jahr. Also es kommt eine richtig geile Zeit. Egal wie, genießt das geile Wetter, was jetzt langsam kommt, die warmen Temperaturen, der Winter geht zu Ende. Ist doch einfach schön. Also bis zum nächsten Video, ciao, euer Carsten.